mit einem super guten Gefühl das erste Mal zum Zahnarzt gegangen, weil ich mich dort wohlgefühlt habe und vor allem auch für die Kinder ein angenehmes Klima war. Den ersten Zahnarztbesuch empfehle ich im Alter von 2 bis 3 Jahren. Dann kann ich die Eltern noch aufklären über gewisse Risiken, die vielleicht bestehen. Die Kinder lernen mich kennen, ohne dass gleich etwas gemacht werden muss. Das heißt, das ist schon mal ganz wichtig gegen Zahnarztangst. Unseren Zähnen machen vor allem die heutigen Nahrungsmittel zu schaffen. Wenn ich Eltern sagen würde, sie sollen ihren Kindern keine Schokotorte zum Frühstück auftischen, dann wären sie entsetzt über diese Unterstellung. Die wenigsten Eltern wissen, dass zum Beispiel Fruchtmüsli oder Fruchtjoghurt vom Zuckergehalt ganz ähnlich sind und genauso schädlich sind für die Zähne wie die Schokoladentorte. Karies kann schon sehr früh beginnen. Bekannt ist die Flaschenkaries bei Säuglingen, wenn sie nachts oder abends noch Milch oder Saft bekommen und das die ganze Zeit in der Nacht im Mund ist. Karies entsteht da zwischen den Milchzähnen, man sieht es lange nicht. Das fängt schon im Alter von 3 Jahren an und wird oft erst im Alter von ungefähr 5 bis 6 Jahren bemerkt. Wenn Kinder Zähne putzen, achte ich immer darauf, dass sie erstens gründlich putzen, zweitens, dass sie alle Zähne verwischen und dass sie auch lang Zähne putzen und die Zahnpasta nicht als erstes gerade abschlucken. Ich empfehle schon bei kleinen Kindern, schon mit 3 Jahren zum Beispiel eine elektrische Zahnbürste, weil das die Mundhygiene einfach erleichtert. Ganz wichtig sind auch fluoridhaltige Zahnpastas. 2 Faktoren sind wichtig für die Entstehung von Fehlstellungen. Das eine ist die Genetik, die Vererbung. Das andere sind Funktionsabweichungen des Kindes. Und wir müssen diese Funktionsabweichungen korrigieren, mit dem Kind trainieren, zu atmen, zu schlucken, zu sprechen. Und ihm gleichzeitig eine Zahnspange geben. Nur wenn wir beide Faktoren miteinander kombinieren, führt es dazu, dass wir ein nachhaltiges Ergebnis erzielen. Wir können bestimmte Fehlstellungen häufig im Verlauf von 6 Monaten korrigieren und diese treten dann auch nicht wieder auf. Es wäre also sinnvoll, ein Kind bereits mit 3 oder 4 Jahren vorzustellen. Häufig können wir Kindern bereits mit 4 Jahren eine einfache Apparatur geben und damit späteren Problemen vorbeugen. Wir haben 2 herausnehmbare Geräte, mit denen wir kleinere und auch größere Kinder behandeln können. Das eine ist die aktive Platte. Sie wird im Oberkiefer getragen. Sie dehnt einen meist zu schmalen Oberkiefer und überstellt somit zum Beispiel einen Kreuzbiss. Sie wird getragen während des Tages und der Nacht. Das andere ist der Bionator. Der Bionator korrigiert Lageabweichungen des Unterkiefers, wenn zum Beispiel der Unterkiefer zu weit vorne oder zu weit hinten liegt. Und er kann Platz beschaffen in beiden Kiefern, wenn absehbar ist, dass für die bleibenden Zähne nicht genug Platz sein wird. Wenn ein Kind später zu uns kommt, zum Beispiel mit 10 oder 12 Jahren, dann ist es häufig schon schwierig, das Kind mit herausnehmbaren Spangen zu behandeln. Und wir setzen die Multibandapparatur ein, eine feste Spange, die die Kinder auch Gartenhake nennen. Dabei werden kleine Plättchen auf die Zähne geklebt. Auch diese Behandlung ist viel sanfter geworden, als sie es vor 20 Jahren war und benötigt etwa 1 bis 1,5 Jahre. Eine Alternative zum Gartenhake ist der Aligner, eine herausnehmbare Apparatur, die ab dem Alter von etwa 12 Jahren getragen werden kann und die ebenso wie der Gartenhake für die Korrektur 18 Monate benötigt, mit dem Vorteil, dass diese Apparatur nicht sichtbar ist und zum Zähneputzen entfernt werden kann. Wichtig ist, dass die Eltern mit ihren Kindern das erste Mal zum Zahnarzt gehen, ohne dass gleich eine Behandlung durchgeführt werden muss, dass die Kinder erstmal den Zahnarzt oder Zahnärztin kennenlernen können, ohne Angst vor ihnen haben zu müssen. Die Eltern tragen sehr viel zur Angst bei oder können sie gut mindern, indem sie aus einer Behandlung keine große Sache machen, das Kind nicht bemitleiden und dadurch indirekt dem Kind signalisieren, dass etwas passiert, sondern dem Kind eher die positiven Sachen sagen, zum Beispiel erklären, es muss gemacht werden, damit es nicht schlimm wird, damit der Zahn nicht wehtut. Gut ist, wenn die Eltern die Kinder informieren, vielleicht vorher mal ein Buch zeigen über Zahnarzt. Da gibt es heute ganz, ganz viele gute Kinderbücher zu diesem Thema. Dürfen die gerne Zahnputzen? Ja. Und wieso? Ja, weil wir Zahnlöcher sind.